Heute habe ich mir gedacht, spielen wir mal etwas ganz anderes. Kein VR, sondern diesmal Non-VR Frostpunk. Ich habe es damals schon mal ein bisschen gespielt, aber ich denke mal, ich starte einfach mal von neu. Um die Zivilisation vor dem Chaos ihres eigenen Untergangs zu schützen, sind wir ans Ende der Welt geflohen. Wir müssen uns anpassen, um zu überleben. Wie werden wir uns dabei verändern? Szenario anpassen. Fehler. Ich mag ja schwer. Hungrig. Normale Stufe, die sind das gewohnt. Ja, normale Geschwindigkeit. Schiff hat langsam gesammelt, Technologie wird langsam aufgebaut. Schleichwerbung. Ein bisschen leiser hier. So. Wie ist das Wetter? Das Wetter geschehen ist auf einer normalen Stufe, oder? Temperaturen fallen schneller und kalte Tage dauern länger an. Ja. Probieren wir es mal aus. Einige reagieren empfindlich auf negative Ereignisse und positive haben einen schwächeren Effekt auf sie. Einwohner sind pessimistischer gestimmt, okay. Die Reaktion von Einwohnern auf gute und schlechte Ereignisse sind gleichmäßig ausgeglichen. Oh, sonst bringt es ja nichts. Aber mal ein bisschen pessimistischer. Das passt. Okay, los geht's. In Hoffnung oder zur Unzufriedenheit aus dem Ruder laufen. Achten Sie auf Gesetz und Gebäude, blablabla. Wenn es kein Essen gibt, werden die Menschen hungrig, verhungern und sterben. Und das macht Sinn. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old. Stripped with pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. It, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, knew the cost of our journey. And we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Intens, also
Gänsehaut-Feeling pur, allein schon wegen der Musik und das Setting ist einfach geil. Ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überleben. So sieht's aus. Aber mal hoffen, dass wir nicht gleich sterben. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt unser Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Es ist schon ewig, dass ich jetzt gespielt habe. Nochmal. Lagere Kohle. Okay, Dampfstufe auf. Nicht genug Kohle. Außer Brie. Ja, wir brauchen Leute, die Kohle abbauen. Wir haben nämlich keine Kohle. 80 Obdachlos. Bauen. Wir können auch Pause machen. Das ist ganz, ganz praktisch. Dann können wir uns mal die Gegend hier angucken, erstmal, was wir so machen können. Also bauen, im Weg, wie gesagt, können wir hier. Wir haben einfach noch keine Ressourcen dafür, uns zu frieren. Halt, wir sind uns zu frieren, ja klar. Überall Schnee, ich wäre auch unzufrieden. Ich hasse Schnee. Keine Veränderung in letzter Zeit. Gesetzbuch. Gesetzbuch ist halt richtig nice. Das, darauf kommen wir noch. Das, der Gesetz-Tree, würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir später noch. Und die Wirtschaft, Statistik, will jetzt nicht näher drauf eingehen. Kommt alles mit der Zeit. Also jetzt gucken wir mal. Machen Kohle. Das Holz. Stahl. Kohle. Was ist am nächsten? 500. Ja, los. 15 Kohlearbeiter. Bla bla bla, das kennen wir schon. Okay, okay. Also hier haben wir 15 Leute geschickt. Wir haben. Wie viele Arbeitslose haben wir? 153 pro Tag. Benötigt 6 Kohle. Sechs Kohle pro Stunde oder sechs Kohle pro Tag? Ja, guck mal. Jetzt schicken wir erstmal die da rüber. Holz können wir auch schon mal. Die Stahl noch nicht mehr. Wir sind obdachlos, wir brauchen Holz. Wir müssen ja irgendwo leben. Dann machen wir hier maximal. Oh, diese Sprachstörung schon wieder. Rohnahrung. Keine Probleme. Produktion von Essenration ist gestoppt. Essenration reicht noch weniger als eine Stunde. Nur Fleisch. Zeltgesundheit. Krankenhäuser. Ich kann mich erinnern, wir brauchen richtig viel Krankenhäuser. Nur Nahrung, Ödenmahlzeit. Und das ist die Jäger, die Rohnahrung liefern. Lagerdepot. Werkstatt, quasi Forschungsstätten. Auf jeden Fall müssen wir die erstmal versorgen. Oder? Ja, wir können die Kamera drehen.
So. Schön warm und kuschelig. Der Generator ist an. Ja, 6 pro Tag. Nee, mehr. Eine Rechenkünste. So viel bauen wir ab. So viel haben wir übrig nach dem Verbrauch. Stunde pro Stunde, da haben wir es. Also in einem Tag verbrauche ich dann 120. 144. Ja, also stimmt, das ist der Verbrauch und so viel. Ja, ja, gut. Und das ist unser Headroom quasi. Also eigentlich nichts, aber es reicht, um uns 24 Stunden aufzuwärmen. Auf jeden Fall brauchen wir Zelte. Zwischendrin will ich ein bisschen Platz machen für Märkte und so weiter. Ja gut, ich kann auch abreißen. Meine Non-VR-Reihe versucht zu starten, um ein bisschen Abwechslung in einen Channel reinzubringen. Außerdem habe ich schon damals das Spiel echt gemocht. Sehr intens und man stirbt sehr schnell. Das muss man sagen. Ich brauche jetzt keine. So, machen wir mal so gut es möglich ist, nicht zu sterben. Sterben ist scheiße. Haben wir genug? Reicht das? Es steht dann immer an die Temperatur. Oh ja, das ist auch eine richtig gute, hilfreiche Darstellung, zu wissen, wo ist es warm, wo ist es kalt. Das muss später sehr wichtig sein. Das ist irgendwann mal abgebaut. Ja, genau, hier kommen die Arbeitszeiten. Ne? Geringes Risiko. Da müssen wir irgendwas aufbauen, dass sie dann auch noch gewärmt werden. Kinderarbeit kann man dann legalisieren. Machen wir natürlich nicht. Nee. Oh, kein Holz mehr. 40 sehen noch obdachlos. Vielleicht sollten wir die anderen auch noch abbauen lassen. Ein bisschen mehr. Das dauert ein bisschen. Ah,
da steht Kohle etwa 10 Stunden. Das heißt, in 10 Stunden ist aufgebraucht. Und anfangen tun sie um 8 Uhr wieder. Ja, das passt. Wenn wir jetzt hier. Also halt immer gucken, dass wir immer reichlich Rohstoffe haben, damit uns die Energie für den Generator nicht ausgeht. Das kann irgendwann mal richtig fatal sein, gerade wenn jetzt, wir haben jetzt minus 20 Grad. Ich würde mir jetzt sagen, das geht noch. Wenn wir aber irgendwann mal wirklich einen Kältesturm bekommen mit minus 40 Grad, ist, sagen wir mal, jede Stunde, jede Ingame-Stunde fatal, in der die Menschen solchen Temperaturen ausgesetzt werden. Deswegen brauchen wir immer ein Headroom. Da habe ich hier jetzt auch ein bisschen mehr Leute eingestellt, dass die ein bisschen mehr mitbauen. Ja, wir können die Geschwindigkeit auch ein bisschen schneller machen. Aber ich beobachte halt gerne, da haben wir schon mal einen Kranken. Noch nicht schwer, aber krank. Ein Kind. Da brauchen wir halt schon Sanitätshäuser. Also ich hab, ja gut, ich hätte ich vorher machen sollen. Gleich eins bauen sollen. Weil es ist klar, die meisten Obdachlosen, die sind jetzt direkt in der Kälte. Die sind zwar noch warm, aber die sind trotzdem kalt. Ja gut, die sind direkt am Generator, aber trotzdem, ich schätze mal, trotzdem krank geworden ist, ja, die haben trotzdem ein geringes Risiko zu werden. Also reicht es aus, um krank zu werden, weil sie im Freien sind. Ist im Haus sehr gering, ist im Haus. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, im Haus haben die auch ein sehr geringes Risiko. Hat der kleine Junge halt einfach Pech gehabt. Oh ja, da kommt's. Die Temperatur wird deutlich sinken. 2 Stufen. Das sind 40 Grad. Minus 40 Grad. Ja. Mal gucken, dass mich das nicht umhauen wird bei der Schwierigkeit. Kann man die Schwierigkeit eigentlich dann überstellen? Nur, um zu gucken. Tutorial ausschalten. Ja, mach mal ja. Ich kenne das Spiel. Also. Schwierigkeit ist schwer. Noch rauszoomen. Später können wir auch noch ganz rauszoomen und uns die Weltkarte anschauen, sobald wir hier solche Lifte bauen können. Um Expeditionen zu führen. Gut, dann geht mal arbeiten. Ja, das ist der Ton. Start des Arbeitstages. Holz, ich brauche Holz. Ich mache ein Sanitätshaus. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, den Leuten dabei zuzuschauen, die da laufen. Also, das ist jetzt blöd an. Ich meine, einfach die normale Geschwindigkeit, einfach nichts zu verpassen, auch wenn es halt dann ewig dauert, dass ein Tag vorübergeht. Könnt ihr auch alles in Fast Motion spielen, aber ich habe hier keine Eile. Dann können wir Sanitätshaus bauen. Also hier haben wir da einen Boni, wenigstens neben einem Wohnhaus, aber ich glaube nicht. Nur später will ich es ausbauen in Krankenhäuser, dann brauche ich viel Platz. Und ich brauche Krankenhäuser. So. Können wir draußen machen. Straßen muss ich bauen, aber dann wäre es halt kalt. Ja, dann machen wir es. Daneben.
Sammelstellen könnte ich bauen. Das brauchen wir nicht. Rohstoffdepot ist das hier. Bei Vorratslager, aber da haben wir neu. Nicht genug. Ja, genau, das ist zum Erweitern. Aber das aber. Ja, das kann man gebrauchen. Weil da müssen die nicht immer den ganzen Weg laufen, dann geht es ein bisschen schneller. Aber ob sich das lohnt, das ist ja nur begrenzt. Ich muss erforschen, dass ich quasi mehr abbauen kann. Bevor der Kohlehaufen erschöpft ist. Kohlevorkommen, Ach so, ja, stimmt. Nee, das hab ich falsch gedacht. Das sind ja nur Kohlehaufen, das sind quasi nur Überreste. Hier sind halt die richtigen Minen, wo ich auch dementsprechend mehr Vorräte habe. Arbeiter. Genau. 5 Pflegekräfte. 24 Stunden, das ist was realitätsgetreu. Ja. Braucht man aber auch. So, das Kind müsste jetzt versorgt werden. Bei der Patienten, ja. Person ist angehört oder behandelt. Diese Person hat keine Unterkunft für die Nacht und ist gezwungen, auf dem Boden zu schlafen. Erholungszeit etwa ein. Ja, gut. Immer mehr. Wir brauchen erstmal ein Zelt. Ja, wir müssen vollbauen. Erstmal. Zweite Stufe ist nicht erforscht. Wir brauchen nochmal. Ja, müssen wir machen. Müssen voll machen. Upgraden kann ich auch noch nicht. Temperatur ist komfortabel, Gebäudeisolierung gibt einen Punkt, weil es in der Wärmezone ist, gibt es einen Punkt. Verhindert Erkrankungen, ja, also doch besser als wenn sie draußen sind. Gut. Ja, wichtig ist auch, nicht alle Arbeiter zu nutzen. Also auch in welche, dass auch einige quasi, ich würde jetzt mal sagen, arbeitslos sind, dass man genug Arbeitskräfte hat, die bauen. Sonst muss man immer jedes Mal abziehen. Immer noch. Bauen jetzt alle, auch die Arbeiter werden jetzt wahrscheinlich daran arbeiten. Die Arbeiter werden daran arbeiten. Ja, das Spiel ist schon das Game. Wenn ich Spiel sage, dann komme ich mir so vor, als würde ich von Playmobil oder Lego oder in ein Gemeinschaftsspiel reden. Das ist ein Game. Dieses Game ist fantastisch, glaubt mir. Am Anfang ein bisschen, ja, langsam. Also unabhängig davon, in welcher Geschwindigkeit ich es spiele. Es ist ein bisschen langsam. Vom Erfolg her. Aber das wird noch so groß, vor allem wenn man dann sich alles hier ausgebaut hat und die Schwierigkeit dann einen ins Zahnfleisch, wie sagt man, ins Zahnfleisch beißt, sagt man das so? Bin nicht sicher. Gucken wir uns mal den Sitzbuch an. Finde Wege, um Hunger, Krankheiten, Apathie zu besiegen. Ja, dann kann man sich das so aussuchen, in welchem. Ach, man kann jetzt schon. Okay, gucken wir mal. Notfallschicht. Manchmal müssen wir uns auf Kosten von allen anderen auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren oder sterben. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach 0 Tagen, 18 Stunden ein weiteres eingeführt werden. Also Doppelschichten.
Fähigkeit, du kannst Arbeiter in jede Einrichtung zwingen, die nächsten 24 Stunden zu arbeiten. Im Negativfall, der Einsatz der Notverschichten wird die Unzufriedenheit steigen und die Unzufriedenheit steigt leicht an. Ich glaube, momentan brauchen wir das noch nicht. Kampfräder. Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Aber das können wir machen, wenn wir mehr und mehr Zufriedenheit bräuchten. Kinderarbeit. Ungefährliche Arbeiten. Wir haben nicht genug Hände für all die Arbeit. Wir werden erlauben, dass Kinder an ungefährlichen Arbeitsplätzen wie Speisehallen oder Treibhallen arbeiten dürfen. Finde ich eigentlich ganz gut. Kinder können an ungefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten. Die Hoffnungen sind leicht. Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden. Aber besser. Achso. Kinderheimen. Kinder sind sicherer, wenn sie tagsüber in Kinderheim sind und sie stellen nichts an. Kinderheim, klar. Die Hoffnung steigt. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zur Versorgung bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Du musst ein Kinderheim bauen. Aber hier, das ist halt gut. Also ich habe danach dann die Auswahl zwischen dann... Ich schätze mal, wenn ich Kinderarbeit zulasse, kann ich auch sagen, dass sie überall arbeiten. Also auch an Bergwerken. Will ich eigentlich jetzt mal vermeiden. Die Gefahr ist einfach zu hoch, dass, ich glaube, da passiert einfach zu viel. Und könnte ich meiner Seele nicht antun, Kinder an Bergwerken arbeiten zu lassen. Und wenn ich Kinderheime auswähle, könnte ich sie ausbilden lassen. Das ist eigentlich richtig gut. Ja, ich gehe in die Bildung. Was haben wir noch? Friedhof. Bis jetzt noch keiner gestorben. Noch nicht. Aber Friedhöfe steigern die Hoffnung. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Das ist auch ganz gut. Besser als wenn ihr da umlungern. Die Toten vor der Haustür. Sollte man sie begraben, dann haben wir. Oder ich. Man braucht eine Schneegrube. Die Hoffnung sinkt, aber Organtransplantation ist halt möglich danach. Ja, schwer, schwer. Gucken wir schon mal. Naja, was machen wir mit Invasivpatienten? Mit Palliativpatienten? Nein, ja, was mit. Sagen wir so, Patienten, bei denen wir amputieren müssen. Fuß ab. Oder Fuß drin. Schwere Entscheidung. Fuß ab bedeutet, die Hoffnung steigt, behandeln Schwerkranke werden zu Amputierten. Unzufriedenheit steigt leicht an. Oder die. Oje, oje. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Wir können Suppe anstelle von richtiger Mahlzeit zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge Rohnahrung zu. Das ist gut. Oder
Wir können den Mahlzeiten Sägemehl zusetzen, damit sie besser sättigen. Dadurch werden sie aber nicht leckerer oder gesünder. Mahlzeit mit Sägemehl. Hoffnung sinkt leicht. Hoffnung sinkt leicht. Unzufriedenheit steigt leicht an. Das Essen wird uns ein. Das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Einige Einwohner, die Mahlzeit mit Sägemehl werden, erkranken. Aber nee, das machen wir nicht. Weil nicht zusätzlich krank werden. Also ich denke mal. Nahrung wird irgendwann mal knapp. Und bis wir Jäger ausgebildet haben, oder Jäger zur Verfügung haben, könnte es ein bisschen dauern. Dann würde ich mal sagen, ja. Das Speisehaus kann jetzt Suppe anbieten. Ist gut. Also langsam brauchen wir Nahrung. Oje, oje. Ah, genau, hier ist die Uhr. Also quasi alle 18 Stunden kann ich ein neues Gesetz verabschieden. Verabschieden, sagt man das so. Oh, und das kommt, drückt auch immer näher. Und ich muss sich Forschung machen. Hier passt noch was rein. Zwei Häuser haben wir genug. Das heißt, wir können jetzt dann. Oh, Stahl brauchen wir. Fünf Stahl kriegt man aber hin, wenn ich da ein bisschen absichert. Weil wir müssen hier das langsam erhöhen. Das wird heftig. Zwei Stufen runter. Und das ist quasi Null, Basis Null. Um das auszugleichen, müssten wir eigentlich bei Dampfstufe 3 sein. Oh, das wird hart. Wir brauchen auf jeden Fall Forschung. Dann würde ich sagen, Max. Die 5 werden reichen. Holz brauchen wir. Holz kommt auch. Kohle. Kann man Overdrive machen? Ja, Overdrive können wir machen. Um eine Stufe, dann können wir das ein bisschen ausgleichen. Weil jetzt immer Stufe 0, wie gesagt. Das wird sonst richtig heftig sein. Wir schaffen es, rechtzeitig auf Stufe 1 aufzubauen, um einen Overdrive zu machen, ausgleichen. Also übertakten quasi. Verbraucht halt mehr. Viel weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall viel. Ja, das kriegen wir. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Und ist. Das Gesetz. Es gibt Suppe. Ah, okay, da geht's wieder hoch. Eine Stufe, das heißt minus 1, aber auf 3 Tage müssen die in der Temperatur auskommen. Schon 3% haben wir. Geht mal schön arbeiten jetzt. Wir haben Ingenieure. Wir haben Ingenieure. Okay, was machen Ingenieure?
Ingenieure brauche ich als... Das sind die Forscher. Ingenieure brauche ich als Forscher, ja, genau. Die gehen von da rüber. Ja, wir haben nur noch drei, obwohl wir 15 Leute drin haben, nur 93 Effizienz, weil genau eine Person ist abwesend, weil die Person in Behandlung ist. Ja. In Behandlung. Theoretisch könnte ich den entlassen und jemand Neues reinmachen. Das passt eigentlich. Das kriegen wir hin. Werkstatt. Dampfkerne. Stimmt, aber Dampfkerne muss ich erst erforschen. Dampfkerne sind wie so kleine Generatoren. Kann man quasi diesen Bereich noch erwärmen. Oh ja, das ist gut, das wird nötig. Ich brauche ein zweites Sanitätshaus. So, Werkstatt. Dafür. Stahl lassen wir mal weiterbauen. Aber ich brauche Sanitätshäuser auf jeden Fall. Suppenküche brauche ich auch. Bin mir nicht sicher, was ich für Stufe 2 braucht. Ich lasse ohne bei explodiert der Generator und das Spiel ist beim Overdrive. Also der Verbrauch ist nicht höher. Der Verbrauch ist nicht höher, aber der Generator ist nur begrenzt, wirklich was? Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus. Ja, brauchen wir Speisehaus. Hast du recht. Oh, das wird kalt. Ach, bin mir nicht sicher, wohin. Ihr habt Hunger, ich weiß, es kommt ja schon was. So, Forschung, neue Forschung. So, Dampfzentrum. Wirklich im Bau von Dampfzentrum. Oder da, genau, Heizkörper eine Stufe höher. Wichtig, das brauchen wir. Ach nee, das sind die Heizkörper. Oh, das könnte noch dauern, bis ich eine Stufe höher komme. Cooler Generator. Wenn sie vom Generator angetrieben werden, zeigen diese Vorrichtung eine Wärmezone um sich herum. Jedes aktive Teil verbraucht. Ja, die brauchen wir. Die brauchen wir. Wirklich, ich bin nicht so heiß, weil das
brauchen wir. Das machen wir jetzt. Genau. Hier, die müssen gewärmt werden. Oh, ich übles. Ich ahne Übles. Ein neues Gesetz. Arbeitskräfte müssten wir genug haben. Klar, göttlich effizient arbeiten, aber nicht durch Kinder. Das mache ich nicht. Ich mach Kinderheime. Ganz klar. Aber ich brauche Ingenieure. Ja. Ja. Kinderheime. Hear me, hear me. New law in the Hoffnung steigt, das ist gut. Zeit kann ich nicht verlängern. So. Wie viele Ingenieure haben wir? Kurz Pause machen. Ja, wir haben genug Ingenieure. Ich glaube, die bauen sogar ein bisschen besser ab. Also Ingenieure habe ich ja hier voll. Kann ich eh nichts machen. Ja, das wird gleich fertig sein, machen wir hier. Na, mit alle. Macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, okay. Kinderheim. Stahl. Viele Kranke haben wir, zwei Kranke. Noch zwei Kranke. Pff. Ja. Da muss man immer noch anbinden. So, jetzt. Ist das angebunden? Kohle haben wir genug. Das heißt, wir können jetzt mal hier langsam runtergehen. Wo haben wir es hier verbraucht? Wir haben genug Headroom. Das heißt, ja, wenn das durch ist, ziehen wir die ab. Wir machen hier voll. Genau, vielleicht kann ich jetzt schon langsam runtergehen. Hier raus, Stahl komplett. Auch passt. Das sollen die jetzt erstmal abbauen. Holz. Wir brauchen Holz. Ja, ist schon voll. Okay. Speisehaus wird 4 Essensrationen aus 2 Rohnahrung produzieren. Oder 5 Essensrationen aus 2 Rohnahrung. 40 Stück, ja, klar. Deswegen haben wir ja Suppe. Das passt. Auch ein Bett hat gestellt.
arbeiten. 24 Stück. Ja. Oh, es wird kalt. Und das dauert noch so lang. Was ist? Leute von unserem Konvoi, eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speertrupp anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Von mir aus, komm halt mit. Deine Entscheidung, in den Tor zu springen. Ah, die Musik ist so herrlich. So beruhigend, aber auch irgendwie so dramatisch. Jäger müssen wir auch ausbilden. Demnächst. Ach, das macht mir halt Sorge. Oh, und viele Kranke kommen gleich mal zwei Stufen. Ich glaube, ich habe es damals auf Mittel gespielt. Mich, glaube ich, ein bisschen überschätzt gerade. Auf Mittel gespielt und in ersten zwei Wochen war vielleicht maximal nur eine Stufe tief und jetzt gleich. Krass. Na gut. Das Leben ist kein Wunschkonzert, das kriegen wir hin. Na lass. Ein bisschen schneller. Noch schneller. The Mass Hall. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, mal gucken, vielleicht wird's auch gar nicht so tragisch wie erwartet. Zack. Fuck it. Minus 40 Grad. Was sagt die Wärmeansicht? Ach du Scheiße. Sehr kühl, sehr kalt. Hohes Risiko, krank zu werden, geringes Regen. Oh, Scheiße. Gut. Das muss unbedingt fertig werden. Wie viel der Overdrive bringt. Das bringt gut. Aber das machen wir, wenn dann abends. Weil die sind doch arbeiten. Sind wir eh nicht zu Hause. Das. Noch einer. Keine Wohnung. Ein neues Gesetz. Oh, Kinderheim müssen wir bauen, vergessen. Jetzt habe ich die Auswahl. Bildung ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, das ist richtig. Bringen wir unseren Kindern die Heilkunst bei, damit sie sich um die Kranken kümmern können. Oder Kranke heilen. Ich bin eher dafür. Ja. Los geht's. Kinder lernen in den Heimen die Heilkunst um sich und die Kinder. Ja, gut. Ein Heim wäre jetzt mal nicht schlecht. Kinderheim. Zack. Und dann gehen sie direkt. Hier ist das Sanitätshaus.
Kranke haben wir jetzt nicht viele, aber es werden Kranke kommen. Es werden definitiv Kranke kommen. 5 Arbeitslose haben wir. Ja. Die können da. Verbrauch ist bisher untergegangen. Nicht für einen Tag. Die 2 raus und die wieder 2 rein. Außer Betrieb? What? Zu kalt. In diesem Gewerbe muss es mindestens kühl sein, damit darin gearbeitet werden kann. Ja, muss ich overdriven. Immer noch. Das ist kühl. Shit. Kegges. Ja, führt keinen Weg drumherum. Abreißen. Ich brauch Suppe. Das raus und das raus und dann Fackel. Oh, fuck. Jetzt kommen sie. Die Kranken. Ja, es war eine viel Überlegung von mir. Kinderbetreuung gesichert. Das Kinderheim steht bereit und die Kinder befinden sich dort in einer sicheren Umgebung. Die Einwohner können nun ruhigen Gewissens arbeiten. Die Hoffnung steigt. Kinderheim, eine Danksagung. Wir wollen Ihnen nur danken. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die Sie hier streiten, ist ein Lichtblick für uns alle. Das war die richtige Entscheidung. Hoffnung steigt gleich dran. Sehr gut. Ja, die werden halt ein bisschen. Na gut. Ich hab das. Los, demontieren. Nicht viel Zeit. Leute haben Hunger. Es ist auch bald fertig. Die Gefahren der Frostbeule. Vergelte mal nicht. Einer unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartigen Kisten arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Wir müssen handeln. Zieh das Gesetz zur radikalen Behandlung oder das Lebensaltersgesetz in Erwägung. Puh.